So, was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Hier sind wir wieder zurück, an dem, wie heißt's, Campingplatz, wo ich euch, oder wo wir waren, und stuff. Und, genau, jetzt ist schon 18 Uhr, das heißt, relativ dunkel ist es schon. Und wir könnten uns eventuell trauen, wieder zum Turm da hochzugehen. Was wir jetzt dann auch machen werden. Ja, jetzt schaue ich mal kurz irgendwo. Jetzt noch ein paar Sachen, die ich ziehen kann. Da vorne ist noch Feuer. Nehmen wir auch mit. Und da hinten hat es noch Blitz. Und dann geht's ab in den Küstenmarktturm. Na, schauen wir mal. Halt, absorbier mal. So, sehr schön. Ja, und jetzt gehen wir mal rein und schauen, was da so geht. Yay, MP-Stase. Voll cool. Pass besser auf, Noct. Achtung. Mann, waren die Spießchen in Lestalum lecker. Ja, lasst uns bald wieder hingehen. Was? Ignis steht und der dreht gleich voll durch. Wer hätte das gedacht? Es ist preiswert, lecker. Oder auch nicht. Was will man mehr? Da hat er recht. Da hat er absolut recht. Tja. Gut, Küstenmarkt Dungeon. Es ist 18 Uhr. Gut, es ist noch nicht dunkel. Jetzt in dem Sinne, aber... schau mal. Ja, ja, ja. Ein bisschen müssen wir noch warten. Geht's da eigentlich runter? Sieht nach extremer, langer, tiefer Dunkelheit aus. Ja, ja, so ist das. So, ich schaue jetzt gerade noch. Ah, okay, perfekt. Ich lade nämlich was hoch. Und bei mir zu Hause, wisst ihr, dauert das alles etwas länger und ich wollte mich nur noch davon überzeugen, dass es auch noch klappt hier. Es ist schon 19 Uhr. Ich denke, so gegen 20 Uhr sollten wir eigentlich reingehen können. Noct, du hast den Knopf ja immer noch nicht angenäht. Ah, habe ich total vergessen. Sobald wir Rast machen, gibst du mir die Jacke. Verstanden? Ja, Mama. Ja, Mama. So. Jetzt können wir im Prinzip rein. Machen wir Licht. Jo. Seht ihr auch schon, da leuchtet so komisch rot und stuff. Und das heißt im Endeffekt, jo, was geht? Seht mal, da vorne, da leuchtet irgendwas. Mhm. Es gibt also doch einen Eingang. Ja, da hat sich halt nur... eine Treppe geformt. Nicht von ihnen. Er scheint einfach nur ein bisschen lichtscheu zu sein. Auf jeden Fall. Oh Mann, wir schlottern die Knie. Können wir bitte... Erforschung des Küstenmarkturms. Gegner im Zentral-Dingsbums besiegen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So. Oh ja. Yeah. Galantine. Sehr schön. So. Das war einfach. Wie alt mag das alles hier wohl sein? Schwer zu sagen. Also 2-3 Jahre vielleicht. Wird im Grunde genommen wie neu. Yay. Voll kein Bock auf den Spast, aber hey, egal. Oh, der ist auch ein bisschen stark, wie ihr sehen könnt. LOL!
So, sehr schön. Jetzt haben wir den aber. Schimmerlanze. Das sieht ja mal ganz gut aus. So, Ignis ist ja so der Lanzenboy. Sieht ja mal geil aus. Jo, bitteschön. Und wieder ein Kampf, oder? Ne. Also hier noch... Ah doch. Natürlich. Wenn es noch einmal nur wirken würde, die Scheiße, ne? Naja, nicht ganz. Hier hat es ja gerade so ein paar von den Boys, also... Ja, schauen wir mal, ob wir überhaupt klarkommen hier. Aua, ey, was ist denn da los? So. Bisschen heilen. Versuch's doch, Mann. Los, werf. Naja. Hat nichts gebracht, okay. Ah, scheiße. Hat einer von hinten angegriffen. Ich hab gedacht, das wäre da vorne oder so. Ja, egal. Autsch, autsch. Hallo? Renn nicht weg. Bleib doch da stehen. Jo, okay. Supertrank. Prompto braucht auch einen. Ja gut, wir sind minimal zu schwach eigentlich für das Ding hier, aber Peanuts. Aber schön langsam, okay? Ja, nichts überstürzen. Hast du gehört? Wehe, du stampfst rum, Gladio. Hä? Ich doch nicht. Doch die Freunde wurden getrennt. So, jetzt ihr. Oh, halt, nee. Das ist ein Loch. Kommen wir nicht hin. Aus meinen Augen. Nee. Wenn es doch nur einmal klappen würde, das Scheißteil, geil. Naja. Ja, das Problem ist halt, wenn ich Königswaffen einsetze, wird mir ja Leben abgezogen, also... Autsch. Ich versuch's. Eine Schwachstelle. Sehr schön. So. Was? Jetzt kann ich das scheiß Item hier nicht nehmen, oder was? Echt jetzt? Leute, ihr schießt die da unten ab. Ihr müsst schon runterlaufen, wenn ihr hier erledigen wollt, also. Der Kampf ist eigentlich noch nicht fertig. Außer es switcht gerade ein bisschen hart. Hallo? Ja, jetzt aber. Das gilt auch für mich. Ade. Irgendwie glitzt es gerade wie Sau. Der greift doch gar nicht an. Ist auch nicht schlimm, oder? Kann ich den wenigstens erledigen? Bis er irgendwann mal blickt, dass er angegriffen wird gerade. So sein. Auf jeden Fall, ja. Nachsehen? Okay, den hat's erledigt. Echt ein bisschen komisch, aber egal.
Ah, nee, da liegt kein Item. Hatte ich schon gedacht, dass da vielleicht ein Item liegt oder sowas. Da liegt aber ein Item. Los geht's. Ja. Wenn's doch nur einmal klappen würde, Scheiß. Ja, dann steh halt nicht im Weg und greif an. Wie wär's? Mann. Jedes Mal. Ja. Kinderleicht. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Wie oft denn noch? Lassen wir die Waffen sprechen. Vorsicht! Autsch. So, jetzt aber. Vielleicht können wir es jetzt schnell erledigen hier. Eine Schwachstelle. Ja, wow. Oh nein. Okay. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh. Ja gut, nehmen wir mal das hier. Oh. Also einen haben wir noch. Phoenix? Feder? Ja. Dieses scheiß kleine Drecksteil hier müssen wir auf jeden Fall besiegen. Also lange geht es nicht mehr gut hier jetzt. So, blödes Drecksteil, ey. Ohne Witz. Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft. Geschafft. Und es war wahrscheinlich noch nicht mal derjenige, den wir besiegen müssen hier. Muaha. Es gibt da wahrscheinlich noch ein paar. So Mega-Dinger. So. Ah. Die Dinger bringen einfach gar nichts. Ja, ich glaube, ich schmeiß jetzt einfach mal weg. Ah. Hallo. Na gut, ich habe jetzt auch keine mehr von den Teilen. Vorsicht!
Ja, wir sind tatsächlich echt zu schwach für diesen Dungeon hier, aber mein Gott. Es gibt ein paar Möglichkeiten, gut an EP zu kommen. Kann jemand Prompto heilen? Hallo, Prompto? Braucht Hilfe? Okay, oder halt auch nicht. Scheißdreckiges Teil hier, Alter. Da. Ich glaube nicht, dass da was ist. Lasst uns weitergehen. Nein? Los geht's. Wie ist's hier mit? So, da hinten liegt nochmal ein Item. Ja, ich auch. Meinst du das ernst? Ich meine, echt? Durandal, das ist, glaube ich, für uns. Jo. Meinst du wirklich? Hey, Gedenkmünze, auch sehr gut. Vorwärts! Ja. Vorsicht, Teil mal Marsch. Vorsicht! Gerade keinen Bock irgendwie auf die. So. Geht doch. Die Tür hier scheint verschlossen. Oder auch nicht. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr hier irgendwie die ganze Zeit darum zu irren wie so ein Volldepp. Wir haben so ein bisschen EP-Feuer. So, sehr schön. Oh, Gladiolus. Meine Schwachstelle. Ah, shit. Oh, die Dinger sind echt saumäßig stark. Also... vom momentanen Levelpunkt aus auf jeden Fall. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. Oh, Erdanhänger, das ist wahrscheinlich auch was ganz Nettes. So, Noctis, ja. Ich schau grad kurz, was ich den Boys hier geben kann, was eventuell hilft.
So, Fertigkeiten. Da haben wir schon lang nichts mehr gemacht. So, schauen wir gleich mal, was wir hier noch so haben. Erkundung, Fisch. Wartemodus. Ja, das ist ja. Ist auch gut. Okay. Ja, auch ein harter Kampf. Gut. Jetzt gucken wir mal weiter hier. Ja. Auf geht's. So, die sind jetzt alle ein bisschen slower am Start, die Boys. Nee, kein Super Elixier. Oh, was geht denn bei dem, Alter? Voll am Eskalieren. So. Auf und auf. Ah, tut mir leid. Fickige Knechte. Hat sich ganz schön hingezogen. So, schauen wir mal, was Mokri-Talisman ist, glaube ich, voll gut. Aber auch nur, wenn es um eine gewisse Sache geht. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, EP-Gewinn. Genau. Lass mich mal ganz kurz gucken. Gehen wir mal den Mogri-Talisman. Ah ja. Ja, sieht gut aus. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich hau ganz kurz ab. Oder auch nicht. Meine Boys auch wieder hier am Start. Oh, ein schwarzes Halsband. Schwarzes Halsband. Schreckt die LP-Regeneration. Ja, ja. Okay.
Okay. Oh. Wir haben ja nur noch 3. Jo, das sieht bitter aus. Oh, nee, komm. Ich brauch was Starkes. Was richtig Mächtiges. Nee. Ja. Halt. Warte mal, es gibt ja auch... Muss mal gucken, ob ich sowas habe, was auch gut gibt. Aber ich glaube, 172, ja... 83 Behemoth-Filet. War mir klar, dass das einiges gibt, aber ist das lästig. Klappe zu, Monster. Alle erledigt. Mich auch. Tschüssi! Jo. So kommen wir auch weg. Aber ich glaube nicht, dass wir es lange machen werden. Doch, das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir irgendwo hier zelten könnten. Glaube ich. Gehen wir da rüber? Na sicher. War ja klar. Warum frage ich überhaupt? Schwing dich rüber. Ja, oh Mist. Wir sind umzingelt. Na und? Naja. Wow. Ja, komm her. Wie, alle Partiemitglieder und dann nur mich, oder was? What? Autsch. Ja, gut. Das war jetzt doch nicht so easy. Eine Schwachstelle. Oh, Oh, sexy. Lecker. Ach, wurde auch endlich mal Zeit, dass wir hier eine Beschwörung... schon seit langem keine Beschwörung mehr gesehen haben hier. Ja, auf, dann lass mich doch wenigstens beschwören hier. Okay, ja, gut, ein Super-X hier. So, wurde auch mal Zeit. Shiva oder... Nee, Ramu. Muss auch sein. Hey, da leben aber noch ein paar.
Vor allem lebt ja auch noch der Boy. Hallo? Wie jetzt hier? Ich dachte, der... Naja, egal. Wisst ihr was? Leckt mich mal so richtig hart am Arsch. Ganz kurz. Ach Mann, leck mich doch. Ah. So, jetzt. Oh. Ach was? You don't say. Wir sind alle in Gefahr, Leute. Alle. Ja, geil, ja. Oh, Ignis nicht, oder was? Ah, okay. Leg los, Otto! Ignis, los! Eine Schwachstelle. Auf mich ist Verlass. Gerne wieder. Ja, geil. Ultra geil. Ultra super mega geil. Ich hab gehört, Ignis braucht auch nochmal. Eine Schwachstelle. Na, damn it, bitch. Ah, komm. Ja, also... Mach das nicht nach. Oder ihr werdet bitter enttäuscht sein. Denn wie ihr sehen könnt, ist es halt alles ein bisschen... schwierigerer Natur. Jo. Wenn man halt, ja, meint... Erstens unvorbereitet, dann... Zweitens noch mit einem sehr, sehr, sehr niedrigen Level eigentlich. Jo, okay, nochmal. Ich sollte dann auch gleich meine Dings einsetzen können hier. So, ungefähr jetzt. So, du kleiner Penner. Endlich. Meine Fresse, war das ein Kampf. So, Leute, was geht ab? Ja, hier sehen wir dann, was beim nächsten Mal passiert. Ja, hier nehmen wir noch kurz das Item mit. Mega Phönix, Gott sei Dank. So, beim nächsten Mal geht's hier weiter, Leute. In diesem Sinne, haut rein, viel Spaß und bis zur nächsten Folge Final Fantasy 15. Ciao!